Was für ein schrecklicher Albtraum. Verdammt, ich habe Kopfschmerzen. Ich muss ein paar Pillen nehmen. Ja, und hiermit zurück. Herzlich willkommen zurück zu Wirelips. Chapter 2. Ein paar Pillen, schätze ich mal. Okay, ein Bart. Na, 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 na. Ja, und wir haben jetzt erstmal so einen eingepegelten Rhythmus. Ab und zu Silent Hill, manchmal hier das Spiel. Und es geht doch relativ. Was sind hier die Pillen? Ah, wahrscheinlich hier in dem Schrank, ne? Ja, und ich würde mal sagen, wenn wir dann die Projekte beendet haben, vor allen Dingen das Silent Hill, was noch lange gehen wird, machen wir dann mit Lost in Vivo und so weiter. Was passiert? Gute Frage. Mach mal Licht an. Nun, ich muss ins Bett gehen. Ja, mach das. Mach das. GPC. Was war das? Gute Frage. PC ist aus. Okay. Geh in den Raum. Hier? Ich muss das Licht anmachen. Oh, schon wieder das Buch. Oh, wir kennen's doch schon. Schon wieder das Buch. Warum fällt es jetzt mal runter? Wie ist es überhaupt hier hingekommen? Ich werd's nicht wieder hinstellen, ich muss meinen Freund messengen. Okay, der Türknauf ist weg. Also einmal rundherum. Und jetzt wird's so langsam ein bisschen unangenehm. Also. So ganz. Normal ist es nicht. Was, wieso? Okay. Ich finde es auch gut, dass der Charakter sich immer dahin dreht, wo man was herholen muss. Okay. Wir kommen hier nicht durch. Willst du mich Okay, einmal rundrum, mal wieder. Aber es ist draußen. Okay, ich kann Taschenlampe nicht ausmachen. Okay, jetzt ist der Türknopf wieder da. Hä? What the fuck? Das ist absolut normal. Ich sehe nichts, was hier falsch sein sollte. Eine Nachricht schreiben. Okay. Immer diese Anime-Bilder, ne? Oh, und wir können nichts mehr öffnen. Wir haben ein Standbild. Passiert nichts. Oh, ho, 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 ho. Also jetzt würde ich einfach die Türen versperren, alles zumachen und mich im Raum einschließen bis morgen. Weil das ist mehr als nur seltsam. Das kann nicht wahr sein. Auf jeden Fall nicht. Oh my God. Was ist da? Nichts. Ja, anscheinend nichts. Mein PC raucht schon wieder auf Hochtouren. Okay, jetzt geht einfach zu viel ab. Das ist jetzt schon unfassbar.
Jack Messenger ist so ein Laptop. Okay. Also das ist mir jetzt schon ein bisschen zu viel. Bis eben hat das eine gute Atmosphäre, aber jetzt geht zu viel. Okay, wir haben eine Nachricht. Hi. Uffu. Cool. Jetzt. Send Message. Wer bist du? Okay, wir haben ein sehr gutes Profilbild. Bist du hier? Okay, was zum Geier bist du? Ich brauche ein Telefon, ich muss meine Mutter anrufen, was? Okay. Mach hinne, mach schnell. Warum funktioniert das nicht? Ist das irgendeine Magie oder was? Ich will da nicht hingehen. Ja, dann geh da nicht hin. Bleib einfach hier. Oh, ein weiteres Foto. Lina, bist du das? Ist das ihr Geist? Weil sie war ja verschwunden, glaube ich. Was versuchst du mir hier zu sagen? Okay, das ist jetzt alles andere als cool. Ist es hier endless? Also ist das hier für immer? Ich werde mich nicht umdrehen, wir gehen einfach. Ja, okay, ich habe mich doch umgedreht. Oh, wir sehen so cute aus. Aber irgendwie auch die ganze Zeit so traurig, so emo-like. Was ist das? Das ist Linas Kette. Vielleicht hat sie mir das hergebracht. Ich glaube, ich bezweifle, dass es deine Freundin ist. Also mit Sicherheit nicht. Okay, Episode 2, also die gehen relativ schnell vorbei. Existieren Geister? Es sieht so aus, als ob ein Freund, der verschwunden ist, mir irgendwas sagen will. Aber ich mag nicht den Weg, wie sie mir die Message rüberbringt. Dann würde ich noch sagen, machen wir noch Episode 3 schnell. Okay. Wir sollen es auf jeden Fall rüber auf den Tisch stellen. Hä? Oder nicht? Oder auf dem anderen? Nee, doch, das ist der Tisch. Also verarschen kannst du mich nicht. Oder
muss ich noch irgendwas mitnehmen, um diesen Kreis zu ziehen oder was? Oh ja, Tatsache. Okay. Aber das Spiel ist bis jetzt halt wirklich normaler Horror, Durchschnittshorror. Du bist in deiner Wohnung und irgendwas Gruseliges passiert. Bis jetzt würde ich dem Spiel so eine, weiß ich nicht, eine 6,5 von 10 geben. Okay. Ja, kommt hier in der Kette. Ich muss von dir verschwinden. Einfach raus. Hab keine Angst. Du musst einfach nur rausgehen. Oh. Das sind echt nicht so happy. Okay, raus, 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 raus. Okay, die Tür ist weg. Also, was jetzt? Gute Frage. Okay, hier durchgehen ist nicht. Ins Bad? Auch nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall hier eingesperrt. Das soll so sein. Ja, alles normal, hey. Ich meine, kommt vor. Sorry, wenn ich auch jetzt mal nicht so krass kommentiere, aber ich glaube, das Spiel spricht gerade für sich selbst. Okay, schnell raus, ja. Oh. Foto? Ich habe bis jetzt auch noch nicht so viele Sammelgegenstände gefunden. Was? Ein Schloss? Ist das irgendeine Art von Spiel? Ja, wir müssen jetzt anscheinend zählen, ne? Okay, 1, 2. Ist das nur in dem Raum? Also wir müssen die Gegenstände zählen. Okay, zwei Ketten. Drei. Drei Ketten. Vier. Fünf. Fünf Ketten. Fünf Ketten, Puppen, eins. Okay, jetzt liegen ja auch überall Fotos. Zwei Puppen. Zwei. Gut. Oh, ich schwitze auch wirklich ein bisschen. Also es ist schon, hui. Drei. Ist da hinter der Tür auch noch? Ich hoffe mal, das Spiel ist nicht so assi. Fünf Ketten, drei Puppen. Vier. Okay, das Restliche können wir ja ein bisschen. Wir probieren alles durch. Oder habe ich irgendwas nicht richtig gezählt? Okay, eins, zwei,
Machen jetzt nochmal alles systematisch. Zwei Ketten. Drei Ketten. Vier. Fünf. Puppen 1, 2, 2 Puppen, 3, ist das auch eine? Ich kann es nicht erkennen. 4. Dann erhöhen wir mal auf 5, schätze ich. Und probieren es halt aus, ne? Willst du mich verarschen? Okay, Ketten haben wir, dann suchen wir zumindest mal die Bilder. Hä? Das ist. Oder ist irgendwo in den Regalen hier auch noch was? Okay, eins, zwei, zwei Bilder. Drei. Drei Bilder. Ach, können wir auch in die Küche oder was? Geh jetzt verschlossen. Okay, es sind gar nicht mehr so viele Bilder, wie ich dachte. Sechs Puppen? Wo habe ich die denn bitte schon übersehen? Okay. Nächste Taschenlampe. Das wird eine lange Aufnahme, Freunde. Hey, Bruder, was geht? Ab in die Küche, ne? Was ist? Es ist wie. Es ist, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Okay, jetzt können wir wieder. Was ist passiert in der Zeit? Okay. Hä? Ist mein Freund in dasselbe hier geraten? Was die Angst? Okay, wo zum Geier sind wir jetzt? Das ist. Hä? Hier folge dem Lichtkegel oder was? Na gut, ich würde sagen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Es war sehr interessant, es ist viel passiert. Ciao.